Ein elektrisierendes Hallo an alle da draußen. Pinky Dortmund gegen Hannover. Wir müssen BVB jetzt Schützenhilfe geben. Wir selber können es nicht mehr auf Platz 1 schaffen. Aber der große Bruder. Oder, Pet? Nein. Doch, kann er. Und deshalb werden wir es auch schaffen. Ja, für uns gilt aber jetzt in erster Linie der Champions-League-Platz. Ach, zeitgleich unwichtig. Spielt Bayern gegen Leverkusen. Unwichtig. Wir eigentlich ganz cool. Oder die Bayern gewinnen, wir schießen Hannover ab, dann sind wir schon auf Platz 3. Und nächstes Spiel müssen wir dann gegen Leverkusen auch nochmal ran. Also die Chance, die besteht! Doch zunächst muss hier der Tabellenerste weggefegt werden, um unwichtige Schützenhilfe zu geben für den BVB. Ja, BVB waren da auch einmal. Die führen auch gerade 1-0 durch Kagawa. Schön. Und klar, da bin ich wieder. Hallo. Ich habe einen Zieh gefunden. Was die Ketten sollen? Ja, ich muss ja aufpassen, dass er nicht mehr wegläuft. Und klar, als er mich gesehen hat, ist er gerannt und gerannt und gerannt. Und klar, aber dann habe ich Odonkor geholt und der hat dann einen eingeholt. Und klar, ich mache mir nicht selber die Finger schmutzig, dafür habe ich ja meinen Sklaven. Und klar. David, sag mal der Presse, wie froh du bist, dass wir das Spiel gewonnen haben. Boah, also ich bin froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Und ich bin froh, dass wir am Ende das Spiel gewonnen haben. Und insgesamt bin ich froh, dass ich eine Vorlage gegeben habe und dass wir das Spiel gewonnen haben. Klar. Daher hat er die Aussage einfach auf den Punkt gesetzt. Daher weht der Wind. Sagen wir mal, immer mal, auch mal, wieder mal, auch mal. Immer mal, nächstes Mal, ne? Immer mal, wieder mal, auch mal, klar. Klo. Apropos Klo. Musst du gerade aufs Klo? Denn ich kann auch alleine kurz kommentieren. Ist kein Problem. Nee, unser Klo hat auf Rensing geschossen. Ach so. Aber kein Problem für Rens Rank. Genau, den Supertorwart aus Köln. Der eigentlich zu Leverkusen gewechselt ist. Wieso ist er jetzt wieder in Köln? Verstehe ich nicht. Ich denke nichts. Klüsken geht nicht vorbei. Zidane. Weiter, immer weiter. Super. Glanz, da. Aus. Hallo. Hallo, Referee. Ich gehe zu dir. Ich raste jetzt mega aus wie Jürgen Klüb. Genau. Und beleidige dich. Jürgen Klüb. Mein geschätzter Trainer-Kollege Jürgen Klüb. Ich hoffe, dass ich ihm heute Schützi an HLV geben kann. Genau. Dem Jürgen Klub. Bitte wen? Der Jürgen Klub! Im BVB-Stadion chanten die in der Zwischenzeit Jürgen Klub, Jürgen Klub, Jürgen Klub. Ne? Genau. Ja, guck mal, Jürgen Klub ist da zu sehen auf dem komischen Titantron. Auf dem Video-Wolfer hier in Hannover. Den es nicht gibt. Ja, klar, kennst du den hannoveranischen Video-Wolfer? Nein! Da war eine Glanztat hier von Capellari, war es, glaube ich. Ja. Glanztat. Auf Berlin hat er mit dem Kopfball gerettet. Gerät. Gerät. Der Gerät? Ja, klar, der Gerät mag dies und der Gerät mag das. Und der Gerät mag dies, ja? 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 Oh Gott, bin ich peinlich heute aber auch. Das ist jetzt der Halbzeitpfiff! Leverkusen, Bayern in der Zwischenzeit 0-0. Wen interessiert das? Wie wichtig ist der BVB? Nein, wichtig sind wir! Ja, Sir Rex. Ja, komm, Mr. Rex. Genau. Wuff, wuff. Ahu. Kommissar Rax. Ahu. Kommissar Rax. Ahu. So, weiter geht's in Hälfte 2 und die beginnt mit einem brutalen Foul. Das gibt den gelben Karton. Beruhigung. Geh sie weg. Nicht prügeln. Ja, der Crash nochmal zu sehen. Bei Alavco, bei Elverklo ist jetzt explodiert. Ja, klar. Oh Glanzstart! Das war eng.
gut gehalten vom Außennetz. Ja, wirklich klasse. Gut, dass ich das engagiert habe. Ja. Und nicht mal mit diesen offenen Seiten. Das ist gefährlich. Was soll denn das? Immer diese Ballverliererei. Boomstall! Weiter! Immer weiter! Klüss! Wo schießt du denn hin? Entschuldigung. Ja, Klüss. Hat jetzt hier, sagen wir mal, daneben geschossen. Wo hast du denn hingeschossen? Was wolltest du denn treffen? Magst du entweder... So. Sorry, jetzt habe ich fertig gekotzt. Jetzt kann ich weitersprechen. Jetzt habe ich dir erstmal gezeigt, was ich von deinem Schuss gehalten habe. Ja, rück, Dick. Nimm nix. Pflanzi! Opfer, Pennerarsch. Du Kuh. Opfer, Pennerarsch, ole, ole! Ole, ole! Ole, ole! Opfer, Pennerarsch, ole, ole! Opfer, Pennerarsch, ole, ole! Komm her, da, hau ab! Komm her, jetzt da, hau ab! So, Julien, komm, dann kommt noch In Your Head. Und Vance Archer. Wer ist das? Ja, unser Spieler. Da ist nicht Jim Arthur? Nee, da ist Vance Archer, das ist ein Druckfehler. So, okay. wie wird er geschrieben? So bestimmt, Arthur, ja klar. Ja, Archer, Arthur, genau. Entschuldigung, Bruce, du hast mich falsch geschrieben, ja, Pack. Musst jetzt mit leben. Opfer. Spasti. Penner. Klos schreibt man auch ohne scharfes S. Hab ich auch falsch geschrieben. Na und? Ja und? Da müsst ihr durch. Gekauft euch dann zweimal neue Trikots. Penner. Die müssen halt halten für 5 Jahre. Ja. Ich mein, könnt ihr froh sein, dass ihr mittlerweile jedes Jahr ein neues Trikot kriegt? Wissen wir damals? Na Moment. Das ist das gleiche Trikot. Das wird einfach nur ins heiße Wasser getaucht und dann umgefärbt. Genau. Ja, immer müsst ihr nicht immer mit dem gleichen Trikot Farbe auflaufen. Ja, das ist schon toll genug. Für mich. Ja. Und dem Verein. Aber mehr für mich. Und für den Verein ein bisschen. Und für mich. Ja. Und für den Verein. Sieh dann, Klos. Geht nicht Klo vorbei. Klo. Ja, Klos. Ist nicht vorbeigegangen, sag mal. Aber das reicht ja auch. Während Bayern leider, Gott sei Dank führt, ne? Ja gut, aber dann überholen die Leverkusen. Ja, ist mir doch egal. Nee, die waren da nicht 3 Punkte Unterschied? Dass sie dann gleich ziehen. Wir müssen ja, einfach jetzt ein Tor machen. Tordifferenz. Die haben eine bessere Tormakern, Tormakern, hallo. Tormakin. Tor! Tor! Genau. Oder ist er ausgerutscht? Ja, ich hab einen Ball. Ich hab einen Ball, ich passe ihn. Ganz ich. Wow, Bier hält was. Ich bin positiv überrascht. Wird das hier noch was mit dem Tor? Ja, klar. Ich hab einen Ball. Ah! Kurva Schiedsrichter. War nicht abseits. Ja, ich stehe in Bande mit Kollegen. Ich hab ihn schnell gepierst. Wie Lehmann damals. Rudel pissen. Wenn ich pissen muss, geh ich pissen. Ja. Oh, Moment. Da liegen ja Kacke daneben. Ach, das waren bestimmt wieder Bruce mit seinem Kackloch in Hose. Mach's doch. Machst du Bier doch. Genau. Weiter. Faul! Das gibt Gap und das gibt Rot und sie verschwinden. In der 90. Minute plus 2. Schreibe ich mir auf. 90 plus 2. Jetzt komm schon, mach das Freistoßtor. Nein! Ganz hart. Ich. Schluss jetzt mit diesem. Aber der BVB bedankt sich bei uns. Gern geschehen. Ja, gerne, das haben wir doch gerne gemacht. Passt auf, dass ihr nicht diese Kacke tradet. Ich sollte die Ecken wegmachen. Aber ne, ist ja nicht mein Stadion. So, die Ergebnisse. Wir sind weiterhin auf Platz 5, 2 Punkte hinter Leverkusen und den Bayern. Das heißt, die Bayern müssen im nächsten Spiel patzen. Und sie spielen gegen Berlin. Berlin. Aber wobei, guck mal, die sind immerhin 13. Ja.
BVB. Wer steigt denn ab? Ist auch interessant. Augsburg, Gladbach und Fürth geht in die Relegation. Wobei Fürth dann noch runterkommen kann. Ja. Hoffentlich schicken die Schalke noch nach Herne. Ja, hoffentlich. Das hoffe ich sehr. Hannover ist wieder auf Platz 2. Der BVB hat eine deutlich bessere TD. Yo, Gangster, ja, hast du TD gesagt oder was? Yo, BVB muss im nächsten Spiel gegen Stuttgart und die gegen Fürth in der Trolley-Arena. Da hoffe ich ja wirklich, dass Fürth gewinnt und Schalke verliert. Haha, haha, haha. Punkt zufrieden, Möglichkeiten entscheiden. Ander, Lage, Drogba, entfacken, Überzahl. So. Ends wieder, das ist ein 11. Tages, ja? Um die Überzahl zu nutzen, ja, echt diese 10 Sekunden, ne? Hey, warum hat Lukas Bastions nicht gespielt? Mann, Mutter. Wenn Sie mal einen Job besser erledigen können, dann versuchen Sie es doch einfach mal. Arschloch. Hau ab. Kann ich nicht mehr sehen. Hey, ans Maul. So, 1-0 Dortmund zittert bis zum Schluss. Klar. Zitter, zitter. Klar, ich bin auch ein Zitterer. Aber guck mal, letztes Spiel, schön heimwärts. Das haben die extra so gemacht, denn die Bundesliga ist eigentlich davon ausgegangen, dass Penke dort Meister wird. Richtig, genau, dass wir dann heim die Meisterfeier machen können. Ja, aber nein, wollen die Spaß dieses Jahr nackt. Ja, was soll gar, dann machen wir jetzt heim die Euroleague-Feier. Ja? Ja? Also ich meine, die Euroleague ist uns ja sicher. Hoffenheim kommt ja eh nicht mehr ran mit den 53 Punkten. Doch! Doch, genau, das geht jetzt das doppelt oder nix bei Hoffenheim. Das ist jetzt ein 6-Punkte-Spiel. Grossies Loop. Also ich hoffe meinen Kollegen Jürgen Klub, dass er die Meisterschaft wirklich einsacken kann. In diesem Mirko Slomkay mag ich nicht wirklich. Nee, das ist voller Penner. Ja, das ist richtiger Assi. Und wenn ich auch nicht mag, ist Hugh Stevens. Der soll endlich nach Herne fahren. Hoffentlich steige. Hoffentlich fahren die richtig direkt nach Herne. Ja. Also so richtig direkt. Was fragst du, Merk? Ich bin nächste Saison eh nicht da! Mein Trottel, Gott. Ist es endlich mal auch zu dir durchgedrungen! Arschloch! Penner! Stirb! Christian Leal. So, wie stelle ich denn auf? Ich denke, die volle Härte jetzt gegen Leverkusen, ja? Ich denke, die volle Härte gegen Leverkusen. Dann kommt der Julian, dann kommt der Gaetan. Und ansonsten lasse ich die Elf so unverändert. Verabschiede also wir mich. Wir müssen noch. Guck mal, wir haben Minusgeld. Wir sind wenig arm. Wir müssen was noch? Nee. Uns verabschieden, genau, richtig. Bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss.